Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Kanal von Patrick Zelbel und mir. Wir haben uns als zweites Thema für euch einmal ausgedacht, die besten Partien aus dem Jahr 2019 zu analysieren und würden uns natürlich sehr über eure Kommentare freuen, wie euch die Partie gefallen hat, ob ihr vielleicht andere interessante Partien habt, die wir uns mal anschauen sollten und so weiter. Ja, anfangen werde ich einmal mit der Partie zwischen dem SV Lingen und dem SV Hockenheim. Lingen hat leider die Mannschaft aus der ersten Bundesliga zurückgezogen. Nichtsdestotrotz gab es hier einen ganz harten Fight zwischen beiden Teams und vor allen Dingen eine sehr starke Partie vom Großmeister Arik Braun, der hier mit den Weißen Steinen gegen Falko Bindel spielt. So, gehen wir einmal in die Partie hinein. Also, Weiß startet hier mit erstens Springer F3, wie wir sehen können. Springer F3 hält sich noch sehr bedeckt. Weiß hat immer noch die Möglichkeit E4, D4, C4 oder G3 beispielsweise zu spielen. Um jetzt mal die Hauptfortsetzung zu nennen. Schwarz antwortet mit D5. Weiß spielt E3, Springer F6 und C4. Die Idee von C4 ist es häufig mit D2, D4 erstmal zu warten, um den Läufer über B2 einmal zu entwickeln auf der Diagonalen. Und manchmal gibt es natürlich auch in diesen Varianten dann Ideen, mit G4 bzw. G5 fortzusetzen, weil der Läufer noch immer seine offene Diagonale hat. Nichtsdestotrotz, Schwarz hat hier zwei Möglichkeiten in der Regel, beziehungsweise eigentlich drei. Also er könnte entweder hier C6 spielen, E6 spielen oder auf C4 nehmen. C4 nehmen werde ich jetzt einmal hier thematisieren. Daraufhin folgt Läufer schlägt C4. Und nach E6 Rochade, C5, B3 möchte Weiß gern seinen Läufer über B2 auf die schöne Diagonale entwickeln. Er wartet mit D4 hier noch, weil diesen Zug möchte er gleich vorbereiten. Also Springer C6, Läufer B2, Schwarz spielt Läufer E7, Dame E2. Ein ganz klassischer Zug eigentlich in dieser Typ Stellung, denn Weiß möchte gern Turm D1 und später D4 folgen lassen. Also wie wir sehen, der Zug D2, D4 ist unter anderem noch nicht geschehen, damit Weiß diesen im richtigen Moment folgen lassen kann. Rochade, Turm D1 und Läufer D7, Schwarz hier etwas passiv mit dem Läufer auf E7, Läufer auf D7. Und ja, Weiß versucht natürlich jetzt die Initiative hier zu übernehmen mit D2, D4. Die Stellung wird geöffnet für das Läuferpaar. Dame A5, die Dame wird ausgelagert, damit die beiden Türme auch Platz haben, jeweils die offenen Linien zu belegen. Und ja, Weiß spielt jetzt Springer F3, ein sehr kluger Zug, denn Weiß hat hier natürlich die Initiative. Schwarz ist mit seinen Figuren etwas eingeschränkt. Und da macht es definitiv Sinn, keine Figurenabtausch zuzulassen und dem Schwarzen nicht die Möglichkeit zu geben, die Stellung zu vereinfachen. Um nochmal ganz kurz zu zeigen, was im Rest der Partie passierte. Es kam Turm D8, A3 mit der Idee, weiteren Raum am Damenflügel zu gewinnen. Und ja, Springer D2, um auch natürlich den Tausch von schwerem Material zu verhindern. Dame H5. Bauer B4, Springer D7 und Weiß bekommt jetzt das starke Feld E4 für den Springer. Natürlich mit der Idee, Springer D6 hier zu spielen. Nach Springer B6, Läufer B3, Turmtausch behielt Weiß einen Turm auf dem Brett und hat natürlich als nächstes ein wunderbares Feld für den Springer auf C5. Weiter zeige ich euch die Partie nicht. Also ganz kurz mal damit ihr die eventuell auch online einfach suchen könnt und nochmal schauen könnt, wie das hier weitergegangen ist. Diese Partie ist zwischen Lendermann und Quesada Perez im Jahr 2019 gespielt worden und Lendermann gewann diese Partie. Ja, Falko spielt hier E6, das Zentrum wird stabilisiert, es kommt B3 und ja, wie man vermutet, Weiß plant natürlich den Läufer nach B2 zu entwickeln, um dann
auf dieser Diagonalen zu spielen. So, Schwarz spielt B6. Klassisch wäre auch natürlich Läufer E7, der sogenannte Damengambit-Aufbau für Schwarz. Und Weiß entwickelt sich auch hier ganz normal. Und ja, wie dieser Typ Stellung zeigt, wartet Weiß immer auf den richtigen Moment mit D4. Und jetzt gibt es natürlich zwei Optionen. Entweder Schwarz spielt halt beispielsweise Stellung mit B6 und dann spielt der Weiße gegen die hängenden Bauern. Oder aber Schwarz tauscht auf D4 raus. Dann in diesem Fall würde natürlich Weiß hier gegen einen Isolani spielen, hätte sich auch mit seinen Figuren schon sehr gut aufgebaut. Vor allem natürlich der Läufer auf B2 schaut auf den Springer auf D4, der wiederum diesen schwachen Isolani blockiert. Aber zu Bauernstrukturen werdet ihr auch in den nächsten Beiträgen von uns etwas hören. In der Partie kam auf B3, B6, also Falco möchte gern seinen Läufer einmal nach B7 entwickeln. Läufer B2, Läufer B7, CD5. Ich denke, dass Arik hier CD5 gespielt hat, um quasi Tauschoptionen rauszunehmen und vor allen Dingen durch den Tausch auf D5 auch erstmal die Läuferdiagonale von Schwarz zu schließen. Und ja, Springer C3, Läufer E7 und jetzt kam D4. Warum jetzt eigentlich D4? Eigentlich ganz einfach zu erklären. Weiß möchte nämlich jetzt den Läufer einmal nach D3 und den Springer nach E5 entwickeln, um diesen dann auch mit F4 einmal festigen zu können. Ja, Schwarz rochiert in der Partie. Läufer D3 natürlich. Dieser Läufer schaut wunderbar auf H7. Der theoretisch zwar auch auf G7, aber noch ist natürlich der D4-Bauer hier im Weg. Springer D7, Rochade mit einer ganz natürlichen Entwicklung von Weiß. Turm E8. Ja, oftmals ein Zug, der beispielsweise das Springermanöver plant, um dann irgendwann C5 zu spielen, was eigentlich eine ganz klassische Aufstellung ist, wenn man denn mit hängenden Bauern spielt. In der Partie kam Turm C1. Ja, Prophylaxe natürlich auch gerichtet quasi gegen den Bauern auf C7 oder natürlich auch, falls dieser nach C5 zieht, gegen den Bauern auf C5, um gegen hängende Bauern zu spielen. Schwarz spielt hier in der Stellung A6, auch nicht ganz untypisch, weil man möchte den Läufer gern nach D6 entwickeln. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen Springer E4. Hier sehe ich allerdings ein Problem für Schwarz nach Dame C2, weil Weiß natürlich jetzt einmal hier auf H7 schaut. Der Springer ist überlastet und natürlich auch das Feld C7 ganz interessant, beziehungsweise ein Bauerngewinn droht dort. Beispielsweise Verstärkung vom Schwarzen mit Springer F6. Jetzt wiederum ist das schöne Feld E5 für uns frei geworden. Und wir haben einen Vorteil als Weißer hier im Gegensatz zu Schwarz. Es kann F3 folgen und dann natürlich wird auch wieder der Punkt H7 schwach. Okay, Falco spielt also A6, natürlich auch um Züge wie Springer B5 rauszunehmen. Springer E5 folgt von Arik. Ein sehr natürlicher Zug, plant natürlich mit F4 den Springer einmal zu festigen und zusätzlich natürlich auch noch die Dame in den Angriff zu bringen, beispielsweise über F3, H3 auf den Punkt H7. Ja, Springer schlägt E5, wäre hier nicht so doll. Also wenn Weiß sich dieses Problems entledigen wollen würde, dann nach DE5, Springer E4 folgt wieder Dame C2 und ja, Schwarz hat hier wieder natürlich Probleme mit dem Bauern auf C7 und dem Bauern auf A7. Das kann er nicht so gut machen. Ja, ansonsten Springer D7 beispielsweise, jetzt könnte F4 folgen und ja, wie man sehen kann, Weiß hat natürlich hier eine Bauernmajorität im Gegensatz zu den schwarzen Bauern. Und ja, da ist natürlich ein Angriff immer besonders gefährlich. Und ja, jetzt hätte man beispielsweise natürlich die Möglichkeit, die Dame über G4 oder H5 ins Spiel zu bringen und natürlich auch
den Turm über F3 nach G3 oder H3 zu spielen. In der Partie allerdings kommt Läufer D6. Falco möchte erstmal das Feld E5 unter Kontrolle bringen, beziehungsweise natürlich auch seinen Springer nach E4 spielen. Marek spielt F4, um den Springer auf E5 zu festigen. Und jetzt kommt C5, was das weiße Zentrum attackiert. Dame F3, ein sehr logischer Zug, ja, mit der Idee natürlich die Dame nach H3 zu spielen, um dann auf den Punkt H7 Druck zu machen. B5, Dame H3. Und ja, jetzt kam eigentlich schon von Falco der Fehler in der Partie, der ihn auch wirklich den Punkt gekostet hat. Ihr dürft natürlich hier gerne einmal das Video anhalten und dürft euch mal überlegen, was hätte Schwarz denn hier am besten machen sollen, um die Partie dann doch noch zu retten. Ja, ich zeige euch dann auch einmal hier die Lösung. Theoretisch wäre der stärkste Zug C4 gewesen. Läufer B1, natürlich der Läufer bleibt auf der Diagonalen und plant ja, weiter Druck auf H7 zu machen. Ja, Weiß droht jetzt aktuell natürlich auch auf D7 einmal zu schlagen und dann gibt es eine Überlastung mit dem Punkt H7, der kann nicht ausreichend gedeckt werden. B4, klare Worte von Schwarz, er möchte natürlich gern mit C3 den Läufer einsperren auf B2. Und jetzt hat Weiß eigentlich eine ganz interessante Option. Er kann Springer D7 machen, Dame D7, Läufer schlägt H7. Jetzt ist natürlich der Springer auf F6 an die Deckung der Dame auf D7 gebunden. Ja, das heißt, natürlich kann der Springer nicht auf H7 nehmen. Deswegen kommt hier König F8. König H8 beispielsweise würde ja, mit Läufer F5 bestraft werden, wonach die Dame auch wieder weg ist. Deswegen spielt Schwarz hier König F8 und dann Läufer F5, Dame C7. Und ja, Weiß, wenn er jetzt keinen Nachteil haben möchte, dann muss er natürlich hier Springer schlägt D5 spielen. Springer schlägt D5, Turm schlägt C4, greift die Dame an und dadurch ist natürlich der E3-Bauer auch mehr oder weniger gedeckt. Die Dame geht nach A5, das einzige Feld für die Dame und jetzt kommt E4. Weiß hat natürlich hier ein erschreckendes Bauernzentrum, das bereit ist, nach vorne zu marschieren und den Gegner weiter einzuschränken und unter Druck zu setzen. Schwarz hat hier nur einen Zug. Auch hier seid ihr natürlich wieder herzlich eingeladen, einmal kurz Stopp zu drücken, um dann zu überlegen, was kann Schwarz hier denn wohl machen. Ja, nach reichlicher Überlegung seid ihr bestimmt alle zum Entschluss gekommen. Springer E3 ist hier tatsächlich die einzige Option. Ja, der Hintergrund ist natürlich, dass wenn die Dame schlägt, dass Dame F5 kommen kann. Und ja, jetzt ist das Problem, dass der Weiße hier mit seiner Dame in einer Fesselung steht. Und Schwarz hat natürlich eine Figur mehr. Das wäre ja wahrscheinlich die beste Option gewesen. Ich muss natürlich dazu sagen, theoretisch gibt es hier natürlich einige sehr, sehr komplexe Züge, die Schwarz dann auch finden muss. Also es ist nicht ganz so einfach, aber mit C4 hätte Falco hier im Spiel bleiben können. Läufer C8, ein Fehler. Auch hier gebe ich euch die Chance, nochmal ganz kurz zu überlegen, wie gewann Weiß diese Partie nun? Ja, Arik hat sich natürlich jetzt nicht nehmen lassen, hier eine Figur zu opfern, und zwar mit Springer schlägt D5. Warum Springer D5? Ganz einfach, dieser Springer soll von der Deckung des Bauern H7 abgelenkt werden, also klassisches taktisches Motiv, Ablenkung der verteidigenden Figur bzw. der Verteidigung. Und ja, da kann Schwarz halt, ja, muss natürlich zurücknehmen, weil er hat einen Bauern weniger. Aber ja, das hat natürlich einige Konsequenzen. Läufer E5, FE5 öffnet natürlich auch noch wunderbarerweise die F-Linie für den Turm. Springer D5, Dame H7, König F8, Dame H8, König E7, Dame schlägt, G7 und ja, Weiß hat nicht nur drei Bauern für die Figur, sondern natürlich auch noch einen ganz starken Königsangriff, droht aktuell auch einfach matt zu setzen.
Turm F8 deckt den Bauern und ja, nach E6 natürlich nutzt Falco jetzt, nutzt Arik gegen Falco auch noch diese Fesselung aus. Der Bau auf F7 ist gefesselt, sodass der König schlagen muss. Und ja, jetzt in der Stellung eigentlich einfach ein ja, ziemlich effektiver Zug. D schlägt C5. Einerseits droht dieser natürlich C6 zu spielen. Andererseits öffnet dieser einfach die Diagonale des Läufers, was natürlich auch wieder diverse Mattideen fördert. F5 und ja, das schöne Finish von Arik jetzt hier in der Partie. Turm F5, Turm F5, Läufer F5, König F5, Turm F1. Ja, König E6 würde auch ein, ja, danach würde auch ein Matt folgen, aber Falco ist nach E4 gegangen, ja, King of the Hill hätte hier schon gewonnen, allerdings, ja, hätte, ja, Weiß jetzt natürlich den schwarzen König dann nicht in die Mitte laufen lassen, aber, ja, hier in der Stellung kommt Dame D4 mit einem Schachmatt und, ja, das beendet natürlich die Partie. Eine sehr, sehr starke Angriffspartie von Arik hier. Ich muss sagen, ich fand den Aufbau von Weiß hier ziemlich überzeugend. Weiß hat relativ lange mit D4 gewartet, was durchaus Sinn machte, wie wir auch in der Partie von Lendermann gesehen haben. Hat Weiß eigentlich im richtigen Moment D4 gespielt. Für Schwarz ist es manchmal etwas schwierig, sich dann zu entscheiden, spiele ich jetzt mit hängenden Bauern, spiele ich mit einem Isolani. Und ja, an hat Arik natürlich im richtigen Moment D4 gespielt, seinen Springer auf E5 eingegraben und das war ja schon der Anfang des ja, zerstörenden Königsangriffs, der später ja, den Schwarzen über das Brett gejagt hat. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen und ja, wir würden uns natürlich sehr über Kommentare freuen und über Wünsche, was andere Partien angeht. Und dann sage ich einmal bis zum nächsten Mal.